Moin, moin, Leute. Ich begrüße euch recht herzlich zur 13. Folge meines Mission Guide. Wir sind in Everest Harbor, haben noch keine Mission. Da schaue ich mal nach. So. Das hatten wir noch nicht. Die nehme ich erstmal an, bevor sie weg ist. So. Und typischerweise natürlich auch Call to Arms. Für den Fall, dass irgendwo da was ist. So, kommen wir erstmal zu dieser Mission. Bei dieser Mission geht es darum, ein Comaray wieder zu reaktivieren. Das wurde irgendwie ja außer Betrieb besetzt. Und die Überwachungsfunktion ist darum im Gebiet nicht gegeben und Notrufe können eben halt nicht bearbeitet werden. Ja, durch die Annahme dieses Auftrages haben wir die Genehmigung bekommen, dieses Comaray eben halt zu betreten. Ja, dann brauchen wir einfach nur ein Schiff und hin und schauen uns das Ganze mal an. So. Müssen wir uns eben ein Schiff irgendwie was ausrüsten? Ja. Was nehmen wir denn? Nehmen wir mal die Cutlass Red. So. Weil die war nämlich, glaube ich, noch ausgerüstet. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ja, sie ist komplett ausgerüstet. Weil das sind nämlich zurzeit nicht alle meine Schiffe, sondern die wenigsten. Denn ich habe mir es zur Angewohnheit gemacht, dass ich, bevor es zu einem erneuten Patch kommt, ich meine, aus meinen Schiffen immer alles ausbaue. Und ja, ich rechne halt täglich momentan mit dem Patch. Mit dem 3.12.1. Und beschränke mich darum dann immer auf wenige Flieger. So, jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet. Pad 1, okay, macht Tür zu. Zack und Abfahrt. So, dann mache ich mal eben Banner aus. So. Ja, was Gutes hat natürlich die Cutlass Red bei dieser Mission, falls wir da innen irgendwo gegendonnern sollten und uns ja selbst töten durch Unvorsicht. Ja, dann spawnen wir halt gleich wieder in dem Schiff und müssen nicht wieder dann komplett neu hinfliegen. Ach, hier steht sogar noch der Müll drin. Den wir in einer der letzten Missionen aufgenommen hatten. Ah ja, stimmt. Das Schiff wurde in der Zwischenzeit ja auch noch nicht geclaimed. Das heißt, dann theoretisch könnten wir diesen Müll irgendwo, wenn wir da einen Käufer für finden, ihn verkaufen. Für ein bisschen Kleingeld. So, jetzt. So. Attrition. Ich möchte in Rampart. Das ist der. Das ist das Schild. Ja,
etwas übertakten, damit er schneller arbeitet. Ansonsten die Waffen, wie immer. Hier sind es 4 Waffen des gleichen Typs. Die lege ich alle auf eine Feuertaste. So, dann kann abgehoben werden. So. Wir fliegen Richtung Areal. Thank you. And please visit again. Und na ja, komm. Sprung. Landing gear up. Quantum drive is now off. Oh, zack. So, dann fliegen wir da mal langsam drauf zu. So, der Einstieg ist da auf diesem, ja, wie soll man sagen, da vorne gleich zu sehen. Da will ich dann nochmal näher darauf hinweisen. Da vorne, da diese 4 Lichter, da ist er. So. Da geht's rein. So. Schiff einfach ein bisschen drehen. Vielleicht die Maschinen einmal ausmachen. Und auf den Sitz aufstehen. So. Na. Oh. Sind wir also durch die Seitentür des Schiffes ausgestiegen? Die Tür soll aber noch zu. Nicht aufbleiben. Weil ich bin ja extra durch die Seitentür ausgestiegen, um zu verhindern, dass andere in mein Schiff einsteigen können. So, und hier vorne das ist das, was ich meinte. So, und jetzt geht's nach unten.
Ja, jetzt sagt er mir, ich habe 4 Minuten und 30 Zeit, um das Gelände wieder zu verlassen. Muss ich also hier wieder durch. Jetzt zurück zu meinem Schiff. Na. Diesmal steige ich hinten durch ein. So, dann öffne mal schön die Tür. Mal ohne zu maulen. So 3 Minuten 15, um das Gebiet zu verlassen. Weil sollte ich dann gut länger brauchen, dann würde mich das System automatisch als, ja, ich sag mal, als ein Eindring erkennen. So, ich ziehe jetzt erstmal nach unten ein bisschen weg. Und jetzt reicht es einfach nur, die Geschwindigkeit zu erhöhen. So, und da sehen wir jetzt gerade, wir haben es komplettiert. Da bekommen wir auch schon unser Geld. Und ich sag mal so, das waren einfach verdiente 10.000 IUC in knappen 13 Minuten. Wenn man alles in allem dazu rechnet, ja, auch in 12 zu machen. Da kann man nichts zu sagen. Da steckt schon ein bisschen was drin. Eben halt von dem, was man so macht. Man landet, man nähert sich an, bringt das Schiff zum Stehen, steigt aus, geht in den AVI. Also auch mit einer Aurora ohne Probleme zu machen. Mit jedem Starterschiff und leicht verdientes Geld. Ja, jetzt bleibt mir nur noch eins, euch Tschüss zu sagen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mir zuzuschauen. Und wir sehen uns recht bald wieder. Ich sage dann mal, bis denne. Tschüss.